Oh. Angekommen und erstmal schön relaxen. Morning, Art. So, what's for breakfast this morning? Scrambled eggs. And in the pan we have some bacon. And we have some sausage, cheese, fresh cheese, liver pate, butter, onion, onion sausage, farmer's breakfast and Alaska salmon stuff. Good. Oh, and coffee, for sure. So, that's it, what we have for breakfast this morning. Bacon. Nullerseits, Tag 2. Eigentlich sollte der Räuber da nicht auf dem Sofa liegen. Du, drehst das Ohr um, hm? Stinker. Ja. Das ist unser Ausblick aus dem Wohnzimmerfenster. Es regnet gerade. Da sind die Ziegen. Zwei Faulenzer. Wir haben den Tisch ein bisschen auf Seite geräumt, weil wir heute Morgen schon ein bisschen fern gesehen haben, nach dem Frühstück. Lagerfeuer gemacht. Kaminlagerfeuer, alles klar. Ich hatte noch ein bisschen Kaminholz geholt. Wir haben heute Morgen, gestern Abend haben wir hier zu Abend gegessen. Heute Morgen haben wir hier gefrühstückt. Wir waren ja gestern noch ein bisschen einkaufen. Heute Morgen gab es Rühreier mit Bacon. Hier in der Gegend haben die Supermärkte auch sonntags geöffnet, in den Touristen. Das Kleinigkeit, die wir gekauft haben gestern, hier so ein bisschen Käsewurst, Bacon, für mich hier Seelachsschnitzel, Zwiebelwurst, das mag ich ganz gerne. Von zu Hause ein paar Gewürze mitgenommen. Ich habe mir gestern Abend zwei Bierchen reingepfiffen. Das hier werde ich gleich nochmal holen. Heute mal spielen Plates Video. Mal gucken. So, natürlich ist der Termin mitgekommen. Ist noch nicht aufgeräumt. Mitgenommen haben wir mein Huawei GigaCube, eine Powerbank, mein mobiles Stativ. Taschenlampe ist Startladegerät hier. Hier ein Reiseladegerät mit 3 Ampere, 2,4 und 2,4. Ja, Messertasche hatte ich ja gestern schon gezeigt. Wir hatten gestern noch ein bisschen was zu schnuckeln geholt. Hier haben wir schon volle Brotbestückung, Kaffee, Hundefutter. Das war's. Nacht war, zum EDC Talk noch gesagt. Das hier, mein Ankermesser mit dem notdürftigen Lanyard, damit ich es aus der Ledertasche vom Krasi rauskriege, weil da saß es doch relativ stramm drin. Von der Arbeit hatte ich noch Folgendes mitgenommen. Also nochmal hier, das Leitmalfeier. Das ist aus dem Auto von Frau Brehm. Ja, da hat schon bei mir einiges mitgemacht. Mal hier fokussieren. Oder ist die Linse schmutzig? So, jetzt müsste aber besser gehen. Also das Mora Leitmalfeier als Kaminmesser. Mein Ankermesser. Die anderen hatte ich ja gezeigt. Die habe ich noch zur Verfügung gestellt bekommen. Trotzdem liebe ich. Habe ich, glaube ich, mal beim Klaus L. Müller gekauft. Dann mein Leatherman Wingman, wo hier eine Feder kaputt ist, aber im Prinzip ist das nicht schlimm. Das öffnet trotzdem. Ja? So. Taschenlampe hatte ich ja gezeigt, die RC09. Dann habe ich hier noch so eine kleine Backup-Taschenlampe, auch von Phoenix. Die, ne, heute der Fokus nicht, die LD02, da ist eine AAA-Batterie drin, die wird demnächst ersetzt, die hat jetzt, glaube ich, gut 2-3 Jahre bei mir gedient. Dann habe ich, wenn wir unterwegs sind, noch als EDC meine Victorinox Kompakt, muss ich mal wieder sauber machen. Ja. Dann zum Testen von Phoenix eine. Das war die vom Vorjahr, die Taucherlampe. Ich habe nämlich noch eine weitere dabei.
Und da ist so nichts weiter drin. Und halt mein Portemonnaie, aus dem habe ich jetzt dann mein Kreditkartenmesser rausgeholt und so weiter und so fort. Oh, da haben wir das übliche Führerschein. Ja, mit, was haben wir denn da für einen Führerschein? Seht ihr? Da ist jede Menge drauf. So, Fahrerkarte brauche ich ja jetzt im Augenblick nicht. Gut. Dann gehen wir kurz im Schlafzimmer. Wir haben heute Nacht sehr gut geschlafen. Sehr gut. Wie Babys. Ist eine recht harte Matratze, muss man sagen. Aber sehr gut. Sehr rückenschonend. Was wir noch dabei haben, oder vielmehr ich, ist mein kleines Samsung Galaxy Tablet. Wir haben es hier sehr schön und ruhig. Wie gesagt, es regnet im Augenblick ein bisschen. So sieht es nach da hinten rum aus. Da hinten sind Esel, Ziegen. Ja. Hier sind Hühner drin. Die sind jetzt aber im Stall, der befindet sich unter uns. Da sind die Netze, damit die ganzen Hühner habe ich, die hier nicht reinfliegen. Und da könnte man im Prinzip auch abends zusammensitzen und was essen, was trinken und so weiter. Es ist also an der Landstraße und wir finden das schön hier. Es ist recht verlassen eigentlich. Ja, das sind alles alte Gehöfte, die aufgegeben worden sind. Die hat. Da, Katze. Miau. Ja. Da hinten ist auch ein. Wo habe ich es denn gesehen? Da hinten. Ein Lama sieht man jetzt aber schlecht. Da hinter dem Zaun. Hat das hier gekauft und macht hier raus. Oh, da sind die Katzen. Seht ihr? Macht hier raus nur eine Art kleine Feriensiedlung mit Lama-Farm und so weiter. Finde ich wirklich toll. So. Und ich habe eine Brille auf. Ja. Zum Lesen brauche ich die mittlerweile. So, das war's. Ich gehe jetzt gleich baden. Und da gehen wir Gassi mit den Hunden. Bis später. Noch bei den Tatsachen sind die LD02. Dann habe ich hier noch dabei die RC09. Die, also nochmal, da hat Frau Prien kurz gestört. Die LD02 in Krasis Gürtelledertasche. War ja mein Plan extra für den Urlaub. Da habe ich dann noch die RC09. Dann hatte ich letztes Jahr die hier dabei als Taucherlampe. Ja, die haben wir dann ja auch versenkt. Das werden wir dieses Jahr mit der größeren Version hiervon auch machen. Wie heißt denn die hier nochmal? Keine Ahnung. Müsste ich nochmal nachgucken. Dann hatte ich aus dem LKW die Stirnlampe für Nachtwanderung mitgenommen. Die ist ja sonst immer bei mir an der Sonnenblende als Leselampe, weil die LKW-Lampen in den alten LKWs doch relativ funzelig sind. Das ist also hier die Phoenix HL32R. Und dann haben wir hier noch die HL12R, ja, also Stirnlampen, so dabei, beide USB aufladbar, AAA, USB mit Magnet, ich glaube 16500er kommt hier rein und hier auch. Cool, so, das war's, also Equipment on. Stereo, also Bluetooth-Headset, wo man auch Töne mit, also wenn man Videos oder Musik abspielt, das kommt dann auch darüber, das ist bei alten Headsets nicht möglich. So, das ist also Gear und Ausrüstung für
den Urlaub. Und da hinten hat mich gestern einer gefragt, was ist denn das für eine Mütze? Kann ich euch nicht sagen. Ich finde die cool. Das ist praktisch im Prinzip eine Art Schirmmütze, also aber ein bisschen auf Schlägermütze gemacht. Ja? Fast so ähnlich wie eine Kangol. Ich meine, die war von Gearbest oder Wish. Keine Ahnung. Finde die cool. Ich mag die. So, das war's. Bis gleich. Lukas ist sichtlich irritiert. Mike hat schon ein bisschen gebusselt hier mit dem Kumpel. Ah? Na? Du auch? Ja. 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 Gibt nichts zu fressen. Andermal. Bring uns gleich ein paar Möhren mit. Da hinten. Lama. Mal hinzoomen. Da. Ziegen, Esel, Alpakas, Lamas. So. Und wir gehen jetzt mit den Hunden zum Steg, da wo wir sonst immer auch sind. Und dann gehen wir noch einkaufen. Sonntag. Tatsächlich, die haben wir sonntags auf. Ich schwör's euch. Komm, Loki, ab geht's. Da hinten ist der Junior von Frau Brehm. Der darf gesichtsmäßig nicht unten auf die Kamera. Den werde ich also immer nur von hinten sehen. Weil sein Vater das nicht mag. Okay, bis gleich. So, jetzt sind wir am Deich. Ich rauche nicht mehr. So, da ist der Deich. Hier ist die Familienkutsche. Nordseekrabben. Hier sind ein kleines Restaurant. Den ersten Urlaub, den hatten wir, ich denke mal, hier müsste hier quer, einmal quer durchgucken. Lukas hier geblieben. Einmal quer durch. Das war das erste Nordsee-Video oder Nordsee-Urlaubs-Video. So, und wenn wir jetzt hier durchgehen würden, 100 Meter Luftlinie, wären wir an dem, wo wir letztes Jahr waren, im Herbst. Ja, so, jetzt gehen wir auf die Hundewiese. Luki, Frau Brehm, der Junior, Frau Brehm läuft nicht hier hoch, ich bin hier hochgelaufen, jetzt fängt es an zu strullen, jetzt gehen wir auf die Hundewiese, um das an der Leine zu führen. Lukas, komm, auf! Wir haben Flut, und da wir schon Saison haben, ja, da wir schon Saison haben, stehen hier auch schon die ganzen Strandkörbe. Und ja. Da hinten ist der Steg, zu dem gehen wir heute auch noch. Strandrondell Café. Da waren wir, hatten wir letztes Jahr am Abschlussessen. War sehr lecker. Ich zeige euch nachher noch eine Schildkröte, vor der hat letztes Jahr der Mike sich spätabends, war es fuchsdunkel. Dunkel wie ein Bärenarsch, sowas von erschreckt. Der wollte nicht dran vorbei, der hat gedacht, das ist ein Riesenvieh. Hier unten sind schon wieder Leute mit ihrem Hund, der nicht an der Leine geführt wird. Oh, egal. Frau Brehm, wollen wir dann unseren Hund auch freilaufen lassen, wenn die den schon freilaufen lassen? Was meinst du? Ja, ist dann zu hier. Ja, weil da steht, Hunde sind an der Leine zu führen. Hunde an der Leine mitführen. Ach so. Aufkommen, Führer. Was kostet ein Schwammkorb? Weißt du das? 5 Euro pro Stunde. Am Tag? Aber jetzt sieht man ja. Aber ist schon gut. Also ich finde es schöner, wenn es hier dreckig wieder ist. Also dieses dauerschöne Wetter. Ich bin eher für Schmuddelwetter. Du auch, ne? Nein? Machen. Gute Frau hat direkt die Tüte dabei zum Wegmachen. Lukas jetzt, ja, sucht auch seinen Platz. Genau, mein Hund. Und? Da ist er. Komm her, Stinksack. Geh hin! Komm her!
Da, Flitzer! Flitzer! Lustig an Lukas und Mike ist, wenn die gemacht haben. Übrigens, das hier ist der Hundestrand. Ja, hier macht jeder Hund an die Körbe. Wir haben es schon mehrfach erlebt. Und ja, die anderen Hunde macht hier natürlich mit. Und morgens, bevor dann hier der Verleihbeginn ist, kommen die mit irgendwelchen Sprühdingern und machen die wieder sauber. Ja, schönes Sprudelwetter. Mein Wetter, das ist mein Wetter. Ich finde das geil. Je dreckiger und schmuddeliger ist, desto wohler fühle ich mich. So 30 Grad, das ist schon nichts für mich. 15 Grad und so ein bisschen Sonnenschein, okay. Das ist dann schon Hochsommer für mich. Aber so hier, 10 Grad windig, Schmuddel, mein Ding. Yes, baby. Das sind so kleine mobile Ferienhäuschen. Die werden nach der Saison abgebaut. Und letztes Jahr gab es, wie wir hier waren, übrigens ein kleiner Campingplatz direkt am Wasser, finde ich sehr cool. Da hat sich jemand eine kleine Windanlage gebaut. Ich denke mal, da der Strom damit produziert. Na, auf jeden Fall werden diese mobilen Häuser abtransportiert. Dann ist hier der ganze Ort in Action. Und wie wir letztes Jahr hier im Herbst waren, waren schon einige weggeweht worden. So, da hinten haben wir welche, die sind mit Kites im Wasser. Ja, seht ihr? Da ist der Steg. Da haben wir letztes Jahr auch noch ein paar Taschenlampen und Stirnlampen ins Wasser geworfen. Das machen wir dieses Jahr wieder. Das soll Tradition haben. Jetzt unsere Tradition. Taschenlampen ins Wasser. Lukas mag das Wetter, glaube ich, lieber als die Hitze. Und Mike hier auch. Sehr gut. Auch dort Hunde. Lukas hat sich letztes Jahr hier geziert. Gestern hat er sich auch geziert, sagst du? Nö, geht, aber der ging nicht. Ja, das okay. Letztes Jahr wollte der gar nichts. Hat richtig Angst. Hier haben wir jetzt Rettungsringe. Rettungsringe und Rettungsstange retten auch dein Leben. Outdoor-Aufnahmen mit Handys ist immer so eine Sache, da lohnt sich das dann immer, so eine wassergeschützte wassergeschütztes mitzunehmen, also zu kaufen. Da hinten die Kites. Und am Dienstag fahren wir mit der Vega 2 zum ins Wattenmeer. Mit was? Mit Netzfang? Mit Fischen. Mit Netzfang, wir fischen auch. Dann sind wir nachmittags, machen wir eine Familienwanderung. Auch an die Seehundbänke, ne? Zum Leuchtturm keine Seehundbänke? Aber da kann man Seehunde sehen. Ah, da kann man Seehunde sehen. Gut! Deshalb heißen die auch Seehunde, weil man die sehen kann. Ach so, ja. Ich habe gedacht, ja gut, aber es gibt ja auch Blindenhunde, ne? Okay. So. Und ein Tag am Meer. So, den Junior rumfilmen. Der versucht sich immer wieder ins Bild zu rücken. Der Lümmel, der weiß das aber, dass er nicht darf. Und jetzt sind wir hier am Steg vorne angekommen. Wie man sieht, wie in Köln an der Hohenzollernbrücke, haben sich die Leute es sich nicht nehmen lassen. Liebesschlösser anzubringen. Finde ich cool. Thank you.
sind wir hier angekommen. Guck, guck mal, guck mal, Schnucki. Guck mal, Mikey schon wieder, wegen der Schildkröte. Ja. Es ist wie letztes Jahr. Mike, da ist eine Schildkröte. Ja? Mikey! Mike! Ist schon wieder. Letztes Jahr auch. Da ist der, sind wir hier abends lang. Ich hatte es gerade eben schon erzählt. Lukas, komm mal her. Komm mal hier. Da. Links. Mikey. Da. Mike! Letztes Jahr hat er sich hier dermaßen erschreckt, das können Sie ja nicht verstehen. Das war beim Dunkeln. Komm mal her, Mikey. Nächstes Jahr gucken wir nochmal, was Schiss hat von dem. Schön, ne? Wo ist da nicht dran erinnern kann? Nein. Woher dann? Da hinten ist, ja, man sieht es kaum. Aber das gehört alles zu dem, ja, da wo wir wohnen. Da hinten ist das rötliche Dach, da sieht man es. Das ist die Straße Mürwarten. Mürwarter Straße, Ecke Butjadinger Straße. Hier ist noch ein Hof gegenüber. Das gehört alles unserer, ja, Vermieterin, hätte ich jetzt gesagt. Aber eher Freundin. Ne? War alles früher mal. Schatz, weißt du, ob das ein Gehöft war oder waren das mehrere? Das war ein Gehöft. Also jede Menge. Und wird jetzt umgebaut zu so einem Art Ferienpark. Peu à peu. Wir haben die Natur vor der Tür. Wir brauchen nicht Gassi gehen fahren, wir können Gassi gehen direkt. Wir können Gassi gehen gehen. Frau Brehm, Sie haben da so eine schöne Mütze auf. Ja. Cool. Kann ich auch so eine haben? Ja. Kaufst du mir so eine? Nein. Zeig die doch mal bitte. Zeig die doch mal bitte. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, andere Tasche. Halt die doch mal neben deine Mütze. Ich halte die mal neben meine Mütze. Ja, aber nicht so, andersrum. So? Ja, jetzt noch die Finger vom Anker. So. Ja. Frau Brehm. Ja? Haben Sie sich extra die Mütze nach dem Messer gekauft? Ja, ist das für mich? Das ist ein guter Witz. Ein schönes Ottermesser für mich. Ja. Ich weiß genau, ich krieg's nicht wieder. Soll ich dir mal zeigen, wie man das schließt, wenn man einen starken Seegang hat? Ja. Komm her. Halt, halt mal die Kamera, dann zeigst du mal auf mich. Was mir da den Kapitän gezeigt. Oh, wenn wir hier keine Zeit haben und haben wir eine Hand frei, dann muss das so geschlossen werden. Deshalb ist das Ding da rund. Hat er gesagt. Und wenn der Kapitän da sagt. Aber ohne am Nibbel, ne? Oh, ohne am Nibbel. Also nochmal. Deshalb war das die Form. Weil es dann so geschnitten, geschlossen wird. Okay. Danke, Herr Kapitän. Na Jungs, alles klar? Nee, okay, nee, nee, na, ist die Merkel gut? Nee, sag ich doch. Und, ist der Erdogan gut? Oh, sie schweigen. Da, siehst du. Okay, einer sagt, okay, du bist kein Opportunist, gut gemacht, den Jungen. Tschüss! Schnucki, ja, die gehen mit spazieren. Guck mal. Wollen alle mit der Mutti gehen? Sehr gut. Das gefällt mir. Na, Jungs? Mäh. Na? Ja. Mäh. Ja, tschö. Tschö. Thank you.
Komm, Luki, deine Kumpels wollen mal was mit dir besprechen. Das macht doch Spaß. Was are you cookie vor? Keine Ahnung, da hat was gesehen. Ja, lass mal, das sind. Jo, ist gut. Komm gleich wieder. Wir kommen später wieder. So, dann gehen wir mal hier ein paar Meter hoch und dann sind wir am Deich, ne? Da wo der Dings wohnt, der Otto Walkes, der wohnt auch hier am Deich. Wie hat er gesungen? Bin ein Friesenjung. Bin ein echter Friesenjung. Ne, und ich wohne hinterm Deich. Also so ein Urlaub an der Nordsee. Fernab von jedem Ressort, dem ganzen Quatsch. Ja, hast die Natur vor der Tür. Zahlst mitten in der Saison um die 300 Euro. Ach, hast du mehr vor der Haustür, den Deich. Hast die Ruhe, hier geht dir keiner auf den Nerv. Ja? Da musst du nur anreisen, ansonsten ist das ein sehr günstiges Vergnügen. Von einem schönen Spaß. Hier wohl. Was doch, bist du gar nicht hier weg? Auf dem. Ja. Wenn der Abschied naht. Ja. Das ist bei mir. Na gut. Aber er kommt wieder. Ja. Hier dann auch mal ab und zu findet sind. Ja, hier ist ein altes kleines Gehöft. Ja? Mein Hund meint, der muss mich ein bisschen veräppeln. Das läuft aber nicht mit dem Commander. Dann läufst du halt an der kurzen Leine. Da kannst du nichts dran machen. Lukas. So, altes kleines Gehöft. Frau Brehm macht gerade Fotos. Da postet sie das in die Gruppe. 5 Zimmer, Küche, Diele, Bad, hier Windfang. Ist natürlich im Augenblick noch ein bisschen Baustelle, aber cool. Ja? Hier mitten auf dem Land, vorm Deich. Hier geht ja keiner auf den Sack. Mein Gott, ich könnte hier mit dem LKW parken. Oh, oh, oh. Mike und Lukas haben Bellen hören. Da kannst du schon mal draus machen. Oh, cool. Ich glaube, wir ziehen hier runter. Rieddachhäuser. Sehr cool. Hardcore. Eine alte Parkuhr. Noch auf Pfennige und D-Mark. Cool, cool, cool. Lang war da Meide. Wir haben also noch eine ganze Menge Land. Bis zur Nordsee. Ja, hier ist, da hinten ist, was ist das, Bremerhaven? Wilhelmshaven, so. Wir sind, gucken, ob man sehen kann. Überseeschiffe. Meilenweit. Kein Mensch zu sehen. Da sind Leuchtturm rein dahin. Der rote. Ja. Der roter Sand. Das roter Sand. Nur Schafe und zwei einsame Touristen, ja. Und zwei Hunde. Cool. Achso, ja. Mukus, aber ohne Muku merkt man schöner. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Ich glaube, das ist für so einen richtigen eingefleischten Städter gar nichts. Aber hier, wir sind mittlerweile so weit, dass wir wenn man Geld hätte, würde man so einen Landstrich kaufen und ja.
Bitte? Okay. Wir müssen auf unser Glück vertrauen. Ich sag's hier immer wieder mittlerweile. Ah, hier. Hast du gesehen? Buck, buck, buck. Mittlerweile sagt sie auch, okay, da müssen wir auf unser Glück vertrauen. Gerade eben vom Deich runter gefahren, hier lang. Und ich sage noch, super, ein Städter, der mal eben schnell nochmal in die Ferne gucken will. Hat ein Fernglas dabei. Jetzt hat er gerade eben einmal gepfiffen oder was? Was hat er gemacht? Jetzt kommen die Kühe zu dem, die kennen den. Das ist wohl der Chief Commander auf Staff. Der Cowboys. Und dann kommt er. Ich sehe es auch nicht mehr, das ist Richtung Wasser gelaufen. Hm. Schön. Aber gegrüßt hat er. Ja. So, Abflug. Abschließend zu dem heutigen Video. Guckt euch das an. Da könnt ihr euch melden, wenn ihr mal wirklich in aller Ruhe Urlaub machen wollt. Schön hier. Und da sind wir dann auch. Übrigens, Bushaltestelle. Ne? Da hinten ist ein Bushäuschen. Nach 1, 2, 3, 4, 6 Seiten zu. 7? Keine Ahnung. Hab ich jetzt nicht gezählt. So. Und dann kommt der Bus hier. Ja. Einmal am Tag, so etwa. 6:17 Uhr. Jo, alles klar. Cool. Hier hast du echt deine Ruhe. So, wir sehen uns morgen. Ciao, ciao. Hi Art, what's for dinner tonight? Pasta Bolognese with cheese and some fresh cheese. Mm. And for sure, some green salad with tomatoes and cucumber. Bon Appetit. Mm.